Wir werden uns jetzt mit der am zweithäufigsten Datenstruktur beschäftigen. Das ist die Hash-Map. Ich möchte erstmal erklären, was eigentlich der Grund ist, warum man die Hashmap benutzt. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Klasse Person, die hat als Member-Variable einen Namen und eine Personalnummer. Jetzt erzeuge ich sehr viele Personen, zum Beispiel den Hans, der ist eine Person, Anna ist eine Person, und so weiter, noch viele, viele mehr. Und jetzt habe ich ein Verzeichnis, von allen Personen, die ich erzeugt habe. Die sind da jetzt drin. Ich mache einfach mal so Kringel. Hier ist der Hans. Also die Kringel sind andere Personen. Hier ist die Anna. Also sehr, sehr viele Personen sind jetzt in meinem Array, beziehungsweise jetzt kennen wir endlich die Array-Liste, da werden wir nicht mehr das Array verwenden. Jetzt sind sie in meiner Array-Liste drin. Und ich habe jetzt folgende Anforderung an mein System von Personen. Ich möchte gerne, dass die Person ausgegeben werden soll aus dieser Liste, also rausgesucht werden soll, welche die Personalnummer 101 hat. Wenn ich also die Person, die die Personalnummer 101 hat, nehmen wir mal an, die Anna hat die Nummer 101. Wir wollen also die Person finden, die Nummer 101 hat. Wir wissen, okay, das ist die Anna. Wir wissen das. Ne? Aber die Software, die jetzt die Person raussuchen soll, die weiß es noch nicht, dass es die Anna ist. Und die kennt einfach nur die Liste mit den Personen. Wie würde man eine Software schreiben, um rauszukriegen, welche Person in der Liste die Personalnummer 101 hat? Genau, also ich fange oben an und gehe alle durch, gucke bei jedem, ich hole jedes raus, gucke nach, hat das eine Personalnummer 101. Ne? Wenn ich eine Liste von 30 Elementen habe, geht das wahrscheinlich so schnell, dass ich kaum blinken kann, also die Augen schließen und wieder aufmachen kann. Wenn ich allerdings die Erdbevölkerung der Erde in dieser Liste aufgenommen habe, dauert das sehr lange. Wie lange dauert es im schlimmsten Fall? Ja? Wenn das Element ganz am Ende ist. Wenn das Element ganz zum Schluss ist, dann muss ich die komplette Liste durchgehen. Und das dauert schon ein bisschen Zeit. Und deswegen hat man die Hashmap erfunden. Die Hashmap ist im Grunde nichts anderes wie eine Array-List mit dem Unterschied, dass diese auch noch die sogenannten Schlüssel abspeichert.
sagen wir mal, der Hans hat die Personalnummer 80 und so weiter. Jeder hat eine Personalnummer. Und jeder dieser Schlüssel, die ich dort abspeichere, verzweigt auf das Objekt, was quasi zu diesem Schlüssel gehört. Und wenn ich jetzt das Objekt suche, was die Personalnummer 101 hat, kann ich das mit einem einzigen Zugriff schaffen. Das ist ungefähr so ähnlich wie, wenn man in Datenbanken Tabellen anlegt, die haben auch immer einen Primärschlüssel. Der Primärschlüssel ist dazu da, damit man auf die Zeile zugreifen kann, indem ich sagen kann, okay, an der Zeile XYZ möchte ich gerne einen Eintrag machen. Also die Hashmap ist quasi die Antwort auf den Primärschlüssel in der Datenbank. So, die Elemente, die ich hier abgespeichert habe in meiner Liste, die werden auch Werte genannt, also auf Englisch Values. Und die Nummern, die ich hier abgespeichert habe, zu den Values, die werden auch Schlüssel genannt, auf Englisch Keys. Jetzt schauen wir uns mal die Hashmap an. Wir haben hier in den Docs haben wir das Interface Map kennengelernt, vorhin schon mal kurz erwähnt. Und da stehen jetzt zwei generische Datentypen drin. Einmal K und einmal V. K steht für Key und V steht für Value. Also ich kann angeben, was mein Schlüssel sein soll, von welchem Typ der sein soll. Und ich kann angeben, was ein Value als Datentyp verwendet werden soll. In meinem Beispiel, das ich hier euch gezeigt habe, was wäre der Datentyp für die Values, was wäre der Datentyp für die Keys? Ja? Values wären Datentyp, was sollen die Keys, die Integer? Genau. Die Integer nutze ich hier als Schlüssel und die Personen, das sind dann meine Values, das sind also die Objekte, die ich tatsächlich in der Datenstruktur dann ablege. So, und das Interface Map beschreibt also diese kombinierte Ablage zwischen einem Value, also einem Element und dessen Schlüssel. Mit dem Schlüssel komme ich eben auf das Value wieder zurück. Also, das Interface Map beschreibt ein Objekt, das ist quasi gleich unsere Hashmap, werden wir gleich sehen, die mappt Keys auf Values. Also ein Mapping ist auf Deutsch immer eine Abbildung. Ja, zum Beispiel die Funktion f von x bildet immer ein Element des Definitionsbereichs auf den Wertebereich ab. Ne? Genauso mappen wir die Values, die Keys mappen wir auf die Values. Mithilfe eines Schlüssels komme ich also an das Objekt ran, was ich da abgegeben habe. Wichtig ist noch zu wissen, dass eine Map keine duplikaten Keys enthält. Also wenn ich zwei Personen habe, die gleiche Personalnummer hat, und ich trage zuerst die Person 1 ein, und danach die Person 2, dann wird die Person 1 rausgeschmissen, weil die Keys müssen unique, einzigartig sein. Wie ihr das auch kennt von den Datenbanken, ne? Die Primary Keys, das darf auch bis einmal vorkommen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in vielen Datenbanksystemen, Datenbankservern, die Hashmap als Datenstruktur finden, die ist quasi
da auch benutzt worden, um große Mengen Daten zu speichern. Und wir lernen sie also jetzt gerade kennen, wie diese Hashmap ausschaut. Und die Hashmap als Datenstruktur, die implementiert das Map-Interface. Und das Map-Interface beschreibt also eine Abbildung von Schlüsseln auf Werte. So, dann können wir mal gleich zur Hashmap schauen. Hier steht auch immer bei den Interfaces alle bekannten implementierenden Klassen. Und da sehen wir, da gehört die Hashmap dazu. Da klicke ich jetzt drauf. Die Hashmap implementiert also das Map-Interface, was ich gerade euch vorgestellt habe. Und jetzt gucken wir mal, was sie macht. Also das ist eine Tabelle, die das Map-Interface berücksichtigt. Und hier steht auch was von Performance. Also diese Implementierung bietet eine konstante Performance für alle Basisoperationen wie GET zum Beispiel. Warum steht hier konstante Performance? Warum wird das so hervorgehoben? Im Vergleich zum Beispiel zu eurer Liste, da war das nicht hervorgehoben. Wenn ich bei der Array-Liste ein Objekt mit Wertbild rausgehen lassen möchte, habe ich im schlimmsten Fall das Durchsuchen der kompletten Liste vor mir. Ist es für euch klar? Wenn ich ein ganz bestimmtes Objekt suche in der Liste, in der Array-Liste, muss ich im schlimmsten Fall alle Objekte durchgehen. Dadurch ist die Performance immer abhängig davon, wie viele Elemente schon in der Liste drin sind. Bei der Hashmap, wenn ich den Schlüssel weiß, habe ich exakt einen Aufruf zu machen. Ich muss exakt ein Objekt mir angucken, nämlich genau das, was zu dem passenden Schlüssel abgelegt wurde. Und damit habe ich also eine konstante Performance, die nicht davon abhängig ist, wie viele Objekte sind denn da schon drin. Wir werden als eine Votieraufgabe uns mit dieser Performance-Idee auch dann mal beschäftigen. So, dann gucken wir mal, was wir für Methoden haben bei der Hashmap. Da gibt es also die Clear-Methode, das kennen wir schon, lösche alles raus. Wir haben die Möglichkeit zu gucken, ob ein Value drin ist, also ein Element, ob ein Key schon drin ist. Wir können hier mit der Methode Put, das ist unsere wichtigste Methode, denn dort fügen wir ein Element hinzu, das ist also unser Value, was wir hinzufügen wollen, und wir lassen es abspeichern unter dem Schlüssel K, also vom Datentyp K, und der Name ist Key. Wenn wir also in der Hashmap was reintun, dann geben wir beim Einfügen, da gibt es jetzt nicht die Methode add, die gibt es jetzt hier nicht. Die Hashmap hat ja auch nicht das Interface Collection implementiert. Deswegen haben wir da nicht diese Methode, die die Collection vorschreibt, sondern wir haben das Interface Map und das sagt, es gibt eine Methode put. Damit kannst du neue Elemente in der Datenstruktur ablegen. Aber diese Elemente müssen immer unter einem bestimmten Schlüssel abgelegt werden. Und unter diesem Schlüssel werden sie dann auch gespeichert. Und wenn ich ein Element rausholen möchte, dann nehme ich dafür die Methode get. Und die Methode get, die verlangt einen Schlüssel. Ich muss also der Methode get einen Schlüssel geben. Und erst wenn ich den Schlüssel hier übergebe, dann kriege ich mein Objekt raus. Und diese Rausgabe, das geht sehr, sehr schnell, weil ich ganz genau weiß, zu welchem Schlüssel gehört denn welches Objekt. Wir haben wieder die Methode size, um die Größe zu erfragen. Eigentlich haben wir vieles, was wir auch in der Array-Liste haben, außer add, weil jetzt müssen wir immer den Schlüssel mit dazu abgeben, wenn wir die Hashmap nutzen.
Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe hier die Klasse Person und ich will jetzt hier eine Hashmap benutzen. Wie würde das im Source Code aussehen? Ich baue mal eine neue Package. Das sind nicht mal Maps, das Package. Und dann mache ich mir eine Klasse Test HashMap. Da ist auch eine Main-Methode drin. Und ich brauche noch eine neue Klasse Person. So, meine Person hat einen Namen und ein Int Nummer. Und ich biete mal dieser einen Konstruktor an, wo ich den Namen und die Nummer gleich mal mit übergebe. Public, public ist Quatsch. Public Person. So, in meiner Klasse Test Hash Mau, alles klar. Umbenennen. Test HashMap sollte sie eigentlich heißen. Mit Refactor kann ich sie umbenennen. Es wird automatisch der Dateiname verändert. Also sehr leicht kann man hier Fehler beheben. Ja, mach mal. Die Klasse Person, ja, hat nur zwei Member-Variablen, ne? M-Name und M-Nummer. Und ich habe einen kleinen Konstruktor gebaut, dass ich schon beim Erzeugen der Person diese Werte mitgebe. Ich erstelle mal hier zwei Personen, Anna. Anna hat die Personalnummer 101. Keine Ahnung, Franz. Hat die Nummer, keine Ahnung, 50 oder sowas. So, und wir kennen das jetzt, die ArrayList, ja. Wenn wir da Person abspeichern wollen, dann tragen wir eben in die generischen eckigen Klammern Person ein. Und diese Liste, die jetzt ein ArrayList ist, die kriegt also mit der Methode add jetzt mal unsere Anna und unseren Franz. Ne, das ist für uns, seitdem wir die ArrayList kennen, keine Magie, das ist kein Problem. Und wenn ich jetzt aber ein bestimmtes Objekt suche, zum Beispiel mit get, oder es gibt auch contains. Mit contains suche ich nach Objekten, dann muss der halt alle durchlaufen, bis er das Richtige findet. Und das kann eben bei sehr vielen Elementen, die in der Datenstruktur drin sind, super lange dauern. Wir haben vorhin gesehen, ich habe hier 1 Million Busse und Bahnen eingefügt. Das hat schon eine Weile gedauert. Und deswegen nehmen wir die HashMap. Und die hat jetzt zwei generische Datentypen, die man angeben muss. Einmal den Key. Das ist bei uns Integer. Und einmal den Value, das ist bei uns Person. Und die Liste 2 ist jetzt meine HashMap. Und dort gebe ich eben an, ich habe als ersten generischen Datentyp den Schlüssel, das ist bei den Integer, und als zweiten
das, was ich am Ende auch abspeichern möchte in dieser Liste, das ist hier Person. Und jetzt kann ich sagen, in diese Liste 2, hier gibt es keine Add-Methode, ne? Weil die implementiert eben nicht das Collection-Interface, sondern hat das Map-Interface. Und das sagt hier, es gibt die Put-Methode. Gib da mal einen Schlüssel an. Und wir wissen, dass der Schlüssel, unter der wir die Anna abspeichern wollen, die 101 ist. Ja, und dann können wir hier sagen, okay, unter der 101, ich könnte auch direkt die 101 eintragen statt Anna.mNummer, aber da Anna.mNummer 101 ist, kann ich es auch so schreiben. Ich trage jetzt die Anna da ein, unter der 101. Und dann möchte ich noch den Franz eintragen. Unter der Nummer 50. So, das ist das Eintragen. Ich muss also immer den Schlüssel angeben. Und jetzt kommen wir mal zu dem Rausholen. Mit der Methode get soll ich jetzt hier einen Schlüssel angeben. Ich nehme mal einen Schlüssel, den es nicht gibt. Ich gebe mal die 40 hier ein. Person P ist gleich die Person, die unter dem Schlüssel 40 eingegeben werden soll. Lass ich mir mal ausgeben, was die Person P ist. Und wir werden sehen, da kommt ein Null raus. Ne? Es gibt kein Objekt, was unter dem Schlüssel 40 da eingetragen wurde. Da kommt ein Null raus. Ich werde mal in meiner Personenklasse noch eine ToString-Methode einbauen, die einfach den Namen ausgibt. Das hat den Vorteil, wenn ich gleich die Anna oder tatsächlich den Franz da raushole, dann lese ich auf der Konsole nicht irgendeine kryptische Speicheradresse, sondern kriege direkt den Namen angezeigt. Und jetzt sage ich mal, bitte hol mal unter dem Schlüssel 101 das Element raus, zu vermuten ist, dass da die Anna dann erscheint. Und tatsächlich, wir kriegen die Anna aus dieser Hashmap herausgegeben. Und wenn wir jetzt den Franz rausbekommen wollen würden, dann würden wir also da die 50 verwenden. Also die Hashmap bietet die Angabe eines Schlüssels an beim Ablegen von den Elementen in der Datenstruktur. Und wenn ich die wieder raus haben will, dann muss ich den Schlüssel angeben und dann kriege ich das Element, was unter diesem Schlüssel abgelegt wurde. Okay. Für euch klar, die Hashmap. Ja? Die String haben wir jetzt gar nicht genutzt. Welchen String? Doch, die String. Doch, die wird immer dann benutzt, wenn ich System.out.println aufrufe. Automatisch. Automatisch, genau. Also wenn ich das ToString bei der Person nicht implementiert hätte, ich nehme es mal jetzt wieder raus, ich kommentiere es aus, dann kriege ich halt irgendeine kryptische Speicheradresse auf der Halde, wo die Anna jetzt sich gerade befindet. Ja, das sieht nicht so toll aus. Deswegen nimmt man gerne die ToString-Methode und implementiert sie, weil dann kann System.out.println immer schauen, okay, was ist denn eine bessere Ausgabemöglichkeit.